So, da sind wir wieder und ne? Los. Und weiter geht's. Weiter geht's. Harte Landung. Ja. Ist geil, die Info. Sie können Ihren Koop- oder Mehrspielerserver mit einem Passwort sichern, damit nicht jeder ein privates Spiel anschließen kann. Danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Harte Landung. September, der 15. Flugplatz. Immer noch Poet Miller! Hab ich denn hier eine Bar? Ja, ich habe auch eine Bar und einen Colt. Ich nehme erstmal den Colt. Ich komme ein bisschen vor mit Vietnam. Oh. Es fehlt nur noch so Jimi Hendrix Musik. Wachsam bleiben. Das arme Schwein muss es heute Morgen erwischt haben. Der Rumpf qualmt noch nach Überlebenden suchen. Er hängt irgendwo fest! Dann zieh halt dran! Scheiße! Scheiße! Oh, 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 oh! Achtung, Fico, Mansal! Wow! Batz, 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 batz! Ja, so läuft das hier im Ghetto. Nicht mit mir, Junge. Was willst du, Banzer, hier? Ich hab da gleich. Ach, ich sag ja Bayonetta, warum nicht? Moment, hier muss ja irgendwo noch so eine. MP. Ja, da liegt eine. Da ist eine M1 gerannt. Ich hol nur die Bar raus hier an der Stelle. Ach, Entschuldigung, mein Hals. Ja. Noch ein verdammter Hinterhalt, oh mein Gott, diese Aufregung seiner Stimme, ich dreh durch. Ja, das ist immer. Ne? So emotional. Ja, ich kann mich kaum noch halten. Das ist das Marines, holen wir sie uns, jawohl, rennt rein, Freunde. American Tactic, Sirquash. Los, Bewegung, los, dann lauf halt auch mal, Chef. Das ist unglaublich. Was? Was wieder neben? Hey, ich schweine Deckung, jetzt schubst mich der Bord raus. Es gibt es nicht. Was? Ja, um mal kurz auf das Thema Zweiter Weltkrieg Japan und so zurückzugreifen. So Sachen wie mit den Sprengfallen hier. Das, so Fets haben die ja wirklich getrieben. War ja für die Amis damals irgendwie so ein ganz großes, ja, was heißt Schock? Das konnte ich einfach nicht glauben, weil die so eine Kriegsführung nicht gewohnt waren. Ja, die haben ja auch so Fake-Lager aufgestellt. Ja. Mit angeblichen Plänen und irgendwann ist halt das ganze Lager in die Luft geflogen. Ja. Wenn er da irgendeine Karte aufgehoben hat oder so. Kennt man ja auch aus dem Vietnam. Gut, Vietnam war viel später, aber das ist halt irgendwie bei den Asiaten so. Die kennen da halt nichts. Die nehmen auch Tote, um daraus Bomben zu basteln. Die sind da verdammt schmerzfrei. Dann hat eben die Japaner. Die Amis damals so geschickt, ich meine, das sind ja auch Christen und die sind halt davor, sag ich mal, eher Kriege gegen Europäer und sowas gewohnt gewesen, im Ersten Weltkrieg und so ein Fetz, ja. Und dann treffen die da einfach auf ein Volk, was halt einfach keine Schmerzen damit hat, sich auch mit so einem Banzai-Angriff einfach ins Verderben zu stürzen, einfach nur weil einer sagt, los, greif an. Ja, für die war das dann eine Ehre, auch wenn sie dann dabei draufgehen. Ja. Japaner waren schon immer sehr, finde ich jetzt persönlich, ein sehr kriegerisches Volk, wenn man sich mal die alten Samurai und sowas anguckt. Die war schon immer so irgendwie nach dem Motto, lieber verrecke ich total sinnlos irgendwo auf dem Schlachtfeld, als irgendwo jetzt, keine Ahnung, gefangen genommen zu werden oder Schande über mein Kaiserreich zu bringen oder sowas, ja. Ja. Ja, gehen die da lieber voll drauf. Aber ich finde auch genau das hat sie so gefährlich gemacht. Die hatten halt kein Problem damit zu sterben. Willst du den Flammenwerfer haben? Ich bin gerade überlegen, aber. Nee, du nimmst auf, mach du mal. Gelenk ist noch warten, bis der, muss jetzt noch warten, bis der Typ da drauf geht. Ja, ich bin schon dabei. Die spawnen wir wieder nach, du musst mir den Flammenwerfer kaputt machen. Achso, du machst ja, ich muss mit. Warten, bis der da stirbt. Gut, kann ich mir den ja nicht machen. Ja. Los, jetzt! Barbecue! Noch ein Flammenwerfer? Hab ich gerade abgeschafft, hast du das gesehen? Oh nein, schade. Nichts wie weg hier! Und jetzt wohin die Mucke, denn? Geil. Wohin denn? Ja Gott, wohin? Ach, da rein.
Ja, guck mal, der brennt. Oh mein Gott, Nee, nicht so. Ich bin gegen Tierquälerei. Der war ganz böse, ey. Der denn. Ach Gott, es kommt einmal ganz kurz die Mucke, ja, und ist wieder weg. Ja, leider. Hä? Flugzeug? Ja, über uns. Flugzeug. Sind ein paar. Oh. Wir haben noch ein Flugzeug erwischt. Mhm. Banzai! Ich auf diese Banzai-Angriffe. Autsch! Warum macht keiner was? Du bist gepiekst. Ich weiß, ich wollte auch mit meinem Banzai raus. Ach, ich hab noch eine Bar dabei, scheiße. Da sind noch mehr! Noch irgendwo einer da. Ja. Aua. Sie haben einfach Ach Gott, dieser Flughafen, den findest du in jedem Film, in jedem Spiel. Das Ding ist einfach nur Fame. Es ist schon keiner mehr im Umgebung, schießt das weiter. Ich hab ihn totgeschossen eigentlich. Nee, vorbei, weil. Oh Gott, hast du es gerade gesehen? Nee. Der war ein Typ, wo gerade der Helm geschossen, der ist mir von entgegengekommen, der Helm so piu. Also er hat überlebt, aber der Helm kam mir halt so cool entgegengeflogen. Das sah ziemlich stylisch aus. Evans gewählt mit Granatwerfer, jawoll. Wie nehme ich die Granaten? Ah, cool. Hui! Die älteste Noob-Tube der Welt. Ja. Hui! Oh Gott. Hui! Die kommen, glaube ich, auch immer weiter, bevor wir nach vorne gehen, oder? Habe ich anfangs auch mal gedacht, aber tatsächlich, bin ich nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Einfach mal so ein bisschen reinbomben, irgendwann jetzt auf. Ja, sonst stehen wir hier in 7 Folgen noch. jetzt, wenn er sagt, das Gebäude, dann gehen wir auch ins Gebäude. Ja, ich bin auch nach vorne gelaufen. Batz. Ja, die MS gewählt. Danke. Och, scheiß Viecher. Ah, ich brenn! Nö. Ja, eben habe ich gebrannt. Tatsächlich habe ich auch als letztes rausgefunden. Die MS gewählt hat damals, als sie rausgekommen ist, nur die Army bekommen, nicht die Marines. Okay. Weil die Marines waren ja die ersten, wo auf im Japan-Krieg, sag ich mal, gelandet sind. So, wo die Amis noch halt den Krieg frisch angefangen hatten und da waren sie noch ziemlich beschissen ausgerüstet. Also die hatten da auch nur die Springfield und halt klar das Browning, Kaliber 50 hatten sie auch noch. Aber die wurden da ziemlich halt ins Verderben gestürzt. Ich weiß auch gar nicht, wie die Schlacht hieß. Da wurde auch die erste Medal of Honor verliehen. Guadalcanal. Warum? Also irgendwas mit Guadalcanal. Könnt ihr mal googeln. Mir fällt gerade echt rein, wie es richtig komplett heißt. Aber doch, das heißt durch Guadalcanal. Ja, Nianzan, das Geile war ja, haben sie damals so Augenzeugen, also Augenzeugenberichte zu Überlebende halt, die dann gesagt haben, als dann die japanischen Angriffswellen abends vorbei waren, haben sie nur gesehen, wie auf dem Meer halt eben voll viel Schiffe zerlegt wurden von anderen Schiffen. Und die ganzen Amis dachten halt da, ja klar, natürlich sind es unsere Schiffe, ja unsere krasse Navy, wo gerade die Japaner fertig machen. Und am nächsten Tag haben sie dann irgendwie rausgefunden, fuck, das waren die unsere Schiffe. Dass die Japaner die halt so kalt gemacht haben. Ja, und dann, ich glaub irgendwie ein paar Monate oder sowas später, haben dann die Amis irgendwann die Airman's Grand erfunden. Oder die halt, gab's irgendwie so... Oh fuck, ich liege. Oh, ich seh's gerade. Oh. Wie kommst du hoch? Ah. Oder die gab es irgendwie schon früher, irgendwie so war das. Ist eine ganz komische Geschichte gewesen. Wo ich mir auch nicht ganz genau erklären konnte. Auf jeden Fall hat dann irgendwer dann die Army, die MS Grand schon gehabt, während die Marines, die damals schon als erstes gelandet waren, immer noch mit den verkackten Springfields und sowas rumgelaufen sind. Also mit diesen, was heißt verkackten? Eigentlich ist es ja nicht so verkehrt, ich meine, es ist halt ein
Folgen mehr, also ein Repetierer, aber halt eben im Vergleich zu so einer Emmons Grand. Das hat doch länger zum Nachladen gebraucht. Ja, aber das Refill ist ja dann immer noch verschärft jetzt. Ne? Ja, das Scharfschütze wird immer noch genutzt, klar. Aber wenn du überlegst, dass du in der gleichen Armee bist, aber die irgendwie, weil sie jetzt gerade frisch kommen, bessere Waffen als du hast, die da gerade irgendwie angetanzt sind, ja. Schon irgendwie so ein bisschen, ne? Und das Springfield-Gewehr kannst du immer noch kaufen. Weil das so gut war. Ja, also, ich sag auch nicht, dass es schlecht war. Aber es war halt eben von Vorteil, wenn du mit der MX Grand. Im Gegensatz zum, das MX Grand war halt, du konntest halt viel mehr schießen, ne? Und, ja. Und du hattest ja auch die komischen Clips da. Ja. Immer wenn das Ding leer war, dann ist ja da das Ding rausgeploppt und dann konntest du erst nachladen. Ja, man konnte ihn ja auch schon früher nachladen. Ja, weil der den Clip rausspringen lässt. Was komischerweise nicht in vielen Spielen geht. Ich kenne selten wenige Zweite Weltkriegsspiele, wo du mit der Evans Grant das Magazin raushauen kannst, bevor es leer ist. Was ich komisch finde, weil das ging damals. Aber sei ehrlich, es gibt nichts Geileres als die deutschen Waffen. Ja, K98K, da haust du rein, da wächst kein Gras mehr. Da ist Schicht im Schacht. Machen wir erstmal den da oben kaputt. Gehen wir aus dem Weg kurz. Was? Oh, ist immer weg damit, hau rein. Was, da lebt noch einer? Da leben noch ein paar. Hören wir halt mal ein Stück vor. Aber was ich in den Filmen so witzig finde, auch bei Filmen, wo auch gerade gegen die Deutschen gehen, jetzt irgendwelche Serien. Gegen nichts gegen die Serien, ich finde die cool, Brothers in Arms und so, alles ziemlich geil und so weiter. The Band of Brothers war eine super Serie, aber The Pacific war dann schon wieder voll kacke. Ja, der Pacific war halt schon wieder so... Entschuldigung, Schluck auf. Pacific war halt schon wieder so, ja, wir sind Amerika und wir sind eh die Coolsten und machen eh alles, ist keine Ahnung, voll übertrieben einfach, ja. America, fuck yeah. Genau. Nee, aber auch in, wobei, das hat mein Bruder so in Arms so gefallen, dass die Deutschen oder auch generell die Gegner nicht als inkompetente Vollidioten mit Gewehren in der Hand dargestellt wurden. Weil so kurz mir irgendwie zum Beispiel bei der Pacific vor, ja. Kann mir keiner erzählen, dass die japanische Armee damals, die viel mehr Kampferfahrung hatte, die waren ja schon eine Weile im Krieg, wie die amerikanische, dass die so extrem auf den Sack bekommen haben, ohne von den Amis irgendwie auch nur annähernd so viele mitzunehmen, ja. Da irgendwie eine Nacht haben sie da gekämpft und dann ist nur einer gestorben und dann, also, oder fünf Leute gestorben von den Amis, wo ich mir denke, das kann doch gar nicht sein. Nie im Leben. Das auch schon sehr oft mit, gerade mit der deutschen Armee in Serien aufgefallen. Jetzt ohne irgendwie politisch hier mit einzuwirken. Also ist schon sehr oft aufgefallen, dass die Deutschen dann immer so, keine Ahnung, dargestellt werden, dass die Amis die einfach immer rennen und fertig gemacht haben, ja? Ja, genau. Die Deutschen erschießen einen Amerikaner und die Amerikaner rotzen mal eben... 100.000 Deutsche weg, ja? Wahrscheinlich mehr Deutsche wie die deutsche Armee überhaupt damals hatte noch. Ja, aber klar, ich meine, irgendwie, sie müssen es ja so machen, ja, weil ja, klar, wir sind in Amerika, das ist eine Serie, bla bla, muss halt so sein. Und da kam eben Java-Update, ich bin aus dem Spielbildschirm rausgeflogen. Ohne Scheiß? Ja. Warte mal, okay. Ich glaube, ich bin gerade wieder am Nachtscheuen, Bildschirm ist schwarz. Ah, hier, Missionspunkt, ich bin wieder da. Ist wieder da, gut. Aber genau pünktlich zum Missionsschluss, gell? Ja, vor allem haben wir direkt, hat die eine jetzt 15 Minuten gedauert. Was hatten wir jetzt? Harte Landung, ne? Genau. Ihr Land, ihr Blut. Ja, weiter geht's. Ja, bei mir ist Verbindung unterbrochen. Damn. Gut, dann mache ich hier einen Cut, weil war ja eh 15 Minuten. Das passt. Ist schon ganz okay. Super, hoffentlich komme ich jetzt auch hier wieder raus, weil bei dir steht Laden. Cool, bei mir ist jetzt... Was ist jetzt passiert? Zeitüberschreitung bei Serververbindung. Ich könnte echt manchmal, gell? Naja, Leute, bis gleich. Ciao.